So, schauen wir mal. Erstmal heute, was geht ab, Leute? Hier. Tag Nummer 8. Wir haben drinnen Bio-Himbeeren gefriergetrocknet. Dasselbe hatte ich schon mit Erdbeeren. Die waren überraschend lecker, hatten aber eine echt komische Konsistenz. Warte. Einfach so zerquetscht. Jetzt habe ich Himbeerpulver. Ich gehe jetzt weiter an meinem Bubble Tea Projekt drehen. Das seht ihr aber erst irgendwann, vielleicht in einem Monat oder so. Und den schlechtesten Döner Münchens probieren. So, am Ostbahnhof angekommen, wie ihr bereits bemerkt habt. Mittlerweile ist es aber nicht mehr der schlecht bewerteste Döner in München. Ich habe mal ein Video von Franklin gesehen, auch so ein Fitness-Food-YouTuber aus München. Okay, kleiner Fail, Leute. Wir haben gerade gemerkt, dass der schlechteste Döner eigentlich der zweitschlechteste Döner auch ist, dass das beides die eine selbe Bude ist, die haben sich einfach nur umgenannt. Und der hat auch den hier getestet. Namen natürlich nicht genannt, weil er ist trotzdem ihr Business und man will ja nicht schlecht reden, manchen schmeckt es und so weiter und so fort. Also es gibt jetzt keinen Grund, da schlechte Werbung zu machen. Ich habe letztens einen Hotdog probiert bei so einem krassen American Diner. Video habt ihr nie gesehen, war nicht zufrieden damit. Aber ich habe auf Instagram gepostet, ich habe die nicht mal markiert oder so. Und ich habe halt nur gepostet, ja, war okay, ganz normal. Und da waren die schon traurig, deswegen. Keine Namen werden genannt, aber man kann sich denken, vor allem wenn man aus München kommt. Bewertung ist 1,9 mit über 115 Bewertungen. Es gab noch einen mit 1,8, der hatte aber bisher nur so 17 Bewertungen oder sowas. Dementsprechend denke ich, ist der immer noch schlechter. Aber das Krasse ist, wir haben jetzt sogar eine zweite Location aufgemacht. Zweite Location. Und die zweite Location hat einfach 1,6 Sterne. Also dementsprechend ist es halt immer noch der schlechteste Döner. Einfach nur die andere Location mit 1,6 und 1,9. Also falls ihr wollt, können wir den mit 1,6 auch nochmal testen, ob der noch schlechter ist als der andere. Der ist nämlich am Hauptbahnhof. Das heißt, die haben sich Hauptbahnhof und Ostbahnhof klar gemacht. Und wahrscheinlich nur deswegen läuft es bei denen. Wir checken jetzt mal ein paar Kommentare und Bewertungen ab. Ein Stern. Sehr schlecht. Ausrufezeichen. Wenn das Auge mit essen soll, dann Prost Mahlzeit. Brot wurde kalt aus der Box gezogen. Oh. Zweite, ist das Ihr Ernst? Das Fleisch wird grammgenau abgewogen und dann noch eine Größe einer Kinderportion, das für 4,50. Bei 4,50 ist schon okay. Für einen Münchner Dönerpreise. Schon dreist, obwohl ohne Zwiebel bestellt, waren sie drin. So wie zwei Pommes. Falafel war hart wie ein Keks. Oh, 5 Sterne. Wie ihr wisst, Geschmäcker sind unterschiedlich. Pommes und Knochen gehören definitiv nicht in ein lauwarmes Kebab. Aber bei Reisenden kann man es ja machen, kommen meistens ja nicht wieder. Digga. Ein Mann macht Döner ohne Handschuhe und danach kassiert das Geld. Döner hier ist wirklich nicht lecker. Und Service könnte sich auch etwas verbessern. Es gibt auch gute Bewertungen. Ich esse hier öfters und kann die vielen schlechten Bewertungen nicht ganz nachvollziehen. Okay? Okay, Zeit mir selber ein Bild davon zu machen. Ich bin echt gespannt. Da haben wir ihn, Leute. Da ist er. War noch schnell ein Instagram-Foto. Ich muss sagen, also ich habe jetzt extra auf die Hände geachtet. Er hatte zwar einen Handschuh an, aber mit dem Handschuh hat er halt alles angefasst. Also hat der Handschuh nicht wirklich was gebracht. Aber ich muss auch ehrlich sagen, bei den anderen habe ich nie drauf geachtet, aber da ist es auch meistens immer zwei Leute. Einer, der sich um den Döner kümmert, der andere, der kassiert. Also da entsteht, glaube ich, das Problem nicht so oft. Und der war alleine. Vor mir eine Gruppe Reisender, natürlich die Stammkundschaft, das Zielpublikum. Fleisch wurde nicht abgewogen, so wie in dem Video, in der Bewertung gesagt wurde.
Ist jetzt auch keine Mini-Portion, wie andere sich beschwert haben. Vielleicht haben die das alles gebessert. Benutzt das Sandwich-Layout sowie Turkish und Food Factory. Das ist ja auf jeden Fall besser, meiner Meinung nach, weil Soße besser verteilt wird, Fleisch besser verteilt wird und sowas. So, schaut es euch an. Brot ist labbrig, nicht knusprig, aber schauen wir mal. Versuche nette Worte zu finden. Also Fleisch ist nicht viel drin. Also dieser Bissen bereits hier, dieses Stück hier, hat kein Fleisch mehr. Das war jetzt nur Brot und Salat. Alter, das Brot ist so schrecklich, Mann. Ich probiere nochmal das Fleisch, bevor ich was sage. Das ist hart und trocken. Tomate auch nicht frisch, Mann. Das Stück hier ist auch wieder leer. Nur noch kein Fleisch mehr. Nur noch Salat und Brot. Mein Gott, ey. Hat 4,95 gekostet, also seit den schlechten Bewertungen haben die nochmal erhöht sogar. Also aufessen werde ich es natürlich, aber den letzten Döner, den ich davor gegessen habe, war der 10 Euro Deluxe Gourmet Döner, Mann. Und der kostet halt die Hälfte. Und natürlich hätte ich lieber einmal den anderen als zwei von denen. Oh Gott, ey. Ich habe so ein bisschen genommen. Schaut mal. So viel ist noch über. Da ist kein Fleisch drin. Da ist kein Fleisch drin. Das ist leer. Das ist nur eine Pommes! Genau wie in der. Oh mein Gott! Genau wie in der Bewertung! Schon dreist, obwohl ohne Zwiebel bestellt, waren sie drin. So wie zwei Pommes. Da hat sich eine Pommes rein verirrt. Mein Gott. Pommes ist genauso schrecklich. Ich wollte denen echt eine Chance geben. Leer! Oh, Alter. Das war echt wirklich der schlechteste Döner, den ich jemals im Leben gegessen habe.
Ich habe sogar schon mal einen in Vietnam gegessen. Ich hatte echt überlegt, den wegzuschmeißen. Zumindest die Reste, weil da war ja nicht mal mehr Fleisch drin. Das war 3/5 Nicht-Fleisch. Oh mein Gott. Das hatte 1,9. Es gibt noch einen mit 1,8, wie gesagt. Aber der hatte erst 17, 20 Bewertungen. Der halt über 100. Und die haben noch eine Filiale am Hauptbahnhof mit 1,6. Falls ihr wollt, dass ich den auch noch abchecke, gebt gerne ein Like. Würde mich freuen, wenn wir die 50 Likes mal wieder knacken. Momentan sind wir auf einem guten Weg, knacken öfters mal die 50, ab und zu aber auch so kurz davor, 47, 49 und sowas. Also würde mich freuen, wenn wir regulär wieder standardmäßig die 50 knacken können. Und wie gesagt, jetzt teste ich ein Bubble Tea, weil es kommt ein Video, wo ich jeden Bubble Tea in München teste. Aber dadurch, dass ich halt nicht alle auf einmal trinke, mache ich das immer täglich ein und schneide das dann zusammen. Deswegen kann es eine Weile dauern, bis ihr das Video seht. Aber das war's von mir und dem möglicherweise schlechtesten Döner Münchens. Bisher auf jeden Fall. Gebt gerne ein Like, Kommentar, Abo, checkt die Videos ab. Folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter. Wobei eigentlich nur Instagram. Die restlichen Sachen bin ich eh nicht so aktiv. Aber gerne beim Twitch-Livestream vorbeischauen. Super saftig. Fünfmal anstatt Essen. Da sind wir auch immer sehr aktiv. Und eine coole Community haben wir uns aufgebaut. Macht immer sehr viel Spaß mit euch. Ansonsten probiert nicht diesen Döner. Vergesst nicht. Serious Business.